Hallo Renate, hallo 3B. Heute mache ich Handschuhschlaglinge. Als erster brauchen wir so eine lange Schnur, ein Tixer, eine Schere und so einen Ring. Als erster tun wir Tixer auf die Schnur und kleben es hier rauf. Dann geben wir die Perle rauf, indem wir es drehen. Ich habe sie jetzt schon oben. Und dann brauchen wir den Ring. Naja, so ist es zwar nicht am schönsten, aber wir können es versuchen. Als erstes brauchen wir das Gestell. Und jetzt machen wir ein P. Also ihr seht das wahrscheinlich nicht. Wir geben es hier auf. Das längere geben wir es dann so wie ein P, dann fädeln wir durch. Ihr werdet das natürlich nicht verkehrt machen. Dann geht es immer so weiter. Es macht sehr Spaß. Und naja, man hat dann einen Schlüsselanhänger. Ihr könnt ihn vielleicht jemandem schenken. Vielleicht eure Mutter zum Muttertag oder euren Vater zum Vatertag. Oder zu einem Geburtstag irgendjemanden. Oder vielleicht jemanden als Glücksbringer. Wir haben hier ein paar Schnüre. Da können wir irgendeine nehmen. Ich nehme jetzt zum Beispiel diese da und schneide sie ab. Und dann bindet ihr das so darum. Dann lasst ihr es ein bisschen übrig von den einen Faden. Und dann wickelt ihr den anderen auch noch rundherum. Also die andere Seite. Dann knotet ihr es zusammen. Und wenn ihr keinen habt, der euch das haltet, könnt ihr euch einfach so ein Gestell bauen. Das ist ganz einfach. Ihr braucht so eine Holzplatte. Und ihr müsst einfach nur einen Nagel ein bisschen reinhauen. Und dann gebt ihr den Ring da drin auf. Und dann knüpft ihr so einen Anhänger. Ihr könnt natürlich eine Perle nehmen, die euch gefällt. Irgendeine Farbe, ist egal. Und da könnt ihr auch irgendeine Farbe nehmen. Blau vielleicht, oder rot, oder orange, oder vielleicht grün. Oder gelb. Ist eure Wahl. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video.